ich würde sagen, starten wir. Okay, aus. Wunderbar, super. Freut mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, das bei du ist okay, wie unter Hobbykollegen. Das Licht können wir gerne ausmachen. Besser? Ja, okay. Nur nicht einschlafen, bitteschön. Genau, also schön, dass ihr da seid. Das ist, genau, bin ich froh, noch vor Mittagessen hier dran zu sein, weil nachher ist man erfahrungsgemäß ein bisschen müder. Ja. Ganz begeistert von der Messe, dass wirklich so viel los ist, dass so viele Interessenten da sind und meine Stimme, ich meine, jetzt läuft es erst 2 Stunden und meine Stimme ist schon irgendwie am Ende. Also ich bin gespannt, wie es dann morgen ausschaut. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, kommt am besten heute auf jeden Fall noch vorbei, weil morgen ist ein Sensor vermutlich. Gut, wir sprechen heute über Arsen im Futter, Zinn im Schlauch und Eisen im Topf. Ja, das ist ein bisschen ein kryptisches Thema. Ich glaube, es kommt dann so im Laufe des Vortrags raus, worum es da geht. Es geht um Spurenelementflüsse. Wir wollen schauen, okay, wie verhalten sich Spurenelemente im Riffaquarium. Ich habe eher weniger Korallenbilder, dafür mehr Daten drin, nehmt es mir nicht krumm, das ist einfach das, was wir halt produzieren und herzeigen können. Ich mag zwei Sachen nicht machen. Ich mag keinen Frontalvortrag machen, ja, dass ich euch da quasi niederquatsche. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, ja, wenn ihr mit irgendwas nicht einverstanden seid, dann meldet euch gerne, ihr dürft mich gerne unterbrechen und dürft eure Fragen stellen. Ja. Also ich mag das eher mehr als Dialog führen und nicht als großen Monolog hier, ja. Und ich mag keine große Werbeveranstaltung machen. Ja, also klar, ich bin von einer Firma, wir verkaufen Produkte, wir machen Analysen, aber ich habe mich bemüht, diesen Vortrag jetzt nicht als große Werbeshow hier auf euch einprasseln zu lassen. Ich mag mich trotzdem kurz vorstellen für die mich quasi nicht kennen. Ich bin schon ziemlich lang wirklich sehr begeisterter Aquarianer, hat quasi in der Kindheit begonnen mit Süßwasser, dann irgendwann Meerwasser ist quasi immer größer geworden. Und ich war auch schon immer eigentlich begeisterter Chemiker. Ich habe im Alter von 14 habe ich mich entschlossen, in so eine berufsbildende Schule für Chemie zu gehen. Bin dann an die Technische Uni in Wien gewechselt, habe dort im Bereich organische Chemie dann im Endeffekt promoviert. Habe in der Pharmaindustrie nebenbei gearbeitet, Methodenentwicklung, Qualitätskontrolle. Habe in diversen Fachzeitschriften halt publiziert. War dann bis vor wenigen Jahren noch an der TU als Postdoc und habe dann aber aufgehört, weil Oceamo einfach halt zu viel Arbeit wurde, um das irgendwie noch nebenbei schaffen zu können. Und 2017 war ich gerade mit meiner Freundin auf Urlaub und wir haben selber das Riffbecken gehabt, damals so an die 1000 Liter. Und wir haben halt so über die Analysen gesprochen und hatten halt so ein paar Ideen, was man halt irgendwie verändern könnte oder was wir halt anders machen würden. Und aus diesem Urlaub raus ist so die Idee entstanden, quasi Beruf und Hobby halt irgendwie zusammenzuführen und so ist halt Oceamo entstanden. Was machen wir prinzipiell? Also wir haben 2 Standbeine, wir machen chemische Analytik und wir machen halt auch Produkte, die man braucht, um das Riffaquarium quasi gut zu pflegen. Thema Riffaquaristik. Ja? Was sind so die Punkte, die wirklich wichtig sind? Was brauchen wir, um wirklich ein Riffaquarium erfolgreich zu betreiben? Und vor allem erfolgreich auch über längere Zeit zu betreiben. Wir haben da mal die chemischen Parameter, das ist halt so ein bisschen unser Betätigungsfeld. Ja? Wir haben Grundparameter, Salinität, KH, wir haben Mengenelemente, Calcium, Magnesium, Kalium. Wir haben Spurenelemente und Ultraspurenelemente, dazu kommen wir noch. Die sind auch sehr wichtig, wir haben Nährstoffe, die sind sehr wichtig, das wisst ihr eigentlich alles. Ja? Das ist der Bereich, den haben wir wirklich sehr, sehr gut im Griff. Die Fütterung ist ein wichtiger Punkt, weil wir haben ein abgeschlossenes System. Da muss auch Futter hineinkommen, da gehen wir auch noch drauf ein. Konstanz ist eine spannende Sache. Es helfen die besten Parameter nichts, wenn sie jede Woche wieder anders sind. Ja, oder man immer wieder irgendwelche Drops nach unten hat und dann hat man wieder einen KH-Sturz und dann ist wieder eine Woche stabil und dann hat man wieder einen Sturz. Nicht gut, wenn ihr irgendwelche Kanister, ganz egal welches System da dran hängen habt, achtet halt immer drauf, dass man die auf jeden Fall rechtzeitig austauscht, bevor die wirklich leer werden. Das sind so die gängigsten Geschichten, wo man sich dann wirklich in den Hintern beißt, auf gut österreichisch oder wahrscheinlich auch süddeutsch zumindest, ja, wenn man es irgendwie übersieht, dass der Kanister ausgeht und dann fällt KH auf 4 ab, wenn man 2-3 Tage nicht dosiert hat und dann gehen einem die ganzen SPS flöten, wirklich schade. Physikalische Parameter, da sitzt der Matthias von der Pantarei, der wird euch noch sehr viel über Strömung erzählen in seinem Vortrag. Temperatur, Strömung, Beleuchtung, das sind die physikalischen Parameter, die sehr, sehr viel Einfluss haben. Ja, wo es natürlich auch wichtig ist, Konstanz, ja, nicht immer Lampen wechseln, aber natürlich optimiertes Spektrum, optimierte Beleuchtungsdauer, angepasst an den eigenen Besatz. Und wir haben ein bisschen diesen Faktor Biologie, der so ein bisschen im Nebel liegt. Ja, wir haben
Bakterien, wir haben Kleinstlebewesen, die alle tragen was bei zu diesem Ökosystem. Ja. Da gibt es inzwischen Möglichkeiten, dass man da ein bisschen näher quasi reinblickt, aber das ist jetzt, sage ich mal, noch nicht so weit, dass das wirklich praktikabel ist für den Heimaquarianer. Ganz kurz, vielleicht, wenn auch Neulinge unter euch sind, mag ich mir kurz mit euch anschauen, woraus Meerwasser jetzt eigentlich besteht. Ja. Meerwasser besteht zum Großteil aus Wasser. Ja, und ein bisschen, so ca. 38 Gramm pro Liter, sind da Salze drin. Ja. Und diese Salze sind ein sehr komplexes Gemisch. Das ist nicht nur Kochsalz, das ist alles Mögliche, was da drin ist. Und wir unterteilen das ein bisschen und ich habe euch immer einen Vergleich quasi mitgegeben, wie diese Konzentrationen ca. sind. Wir sind da bei den Mengenelementen im Gramm pro Liter Bereich. Ja. Das könnt ihr euch vorstellen, wenn man Zuckerwürfel in ein Glas Wasser gibt, das auflöst, dann haben wir ca. Gramm pro Liter Konzentrationen an Zucker. Ja, dann sind wir in diesem Bereich. Chlorid, Natrium, das sind so die Hauptgeschichten. Und dann so dieser rote kleine Zwickel, das ist quasi der Rest. Dann gehen wir ein bisschen weiter rein, haben so Nebenelemente im Milligramm pro Liter Bereich. Bor, Strontium, Fluorid, ich habe die vermutlich alle schon gehört. Ja. Da muss man den Zuckerwürfel jetzt schon in 30 Badewannen auflösen, dass man auf diesen Konzentrationsbereich kommt. Dann geht es in die Spurenelemente rein, da lösen wir den Zuckerwürfel im olympischen Schwimmbecken auf. Ja. Also wahnsinnig große Verdünnung. Und da hört es nicht auf, weil es gibt dann auch die sogenannten Ultraspurenelemente. Selen, Kobalt, Chrom, Zinn. Da müssen wir den Zuckerwürfel in einem See auflösen, in so einem mittelgroßen See, weil das sind wir plötzlich im Nanogramm pro Liter Bereich. Ja. Nanogramm, das ist quasi ein Milliardstel Gramm pro Liter und ist eigentlich sehr, sehr schwer fassbar, wie wenig das ist. Ja. Ich finde, da hilft einem ein bisschen dieser Zuckerwürfelvergleich ganz gut. Ich kann sich vorstellen, wenn man Zuckerwürfel im See auflöst und einmal gut umrührt, der schmeckt deswegen nicht süß. Ja, also das ist schon eine wirklich extrem große Verdünnung. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn das so verdammt wenig ist, dieser Zuckerwürfel im See, ist eigentlich wurscht, ob der drin ist oder nicht. Ja, denkt man sich. Ganz geringe Mengen können ja keinen großen Effekt haben. Aber da gibt es schon sehr lange, sehr schlaue Herren, Grundlagen formuliert haben, die absolut noch gültig sind, nämlich von Justus von Liebig, das Minimumgesetz. Ja? Der hat sich eher mit Pflanzenwuchs beschäftigt und mit Düngung von Pflanzen, was jetzt auch nicht so weit weg ist von unserem Thema. Wenn alles passt und ein entscheidender Stoff fehlt, ein Spurenelement, ein Nährstoff, was auch immer, ein essentieller Stoff, dann hilft das alles nichts, dass der Rest passt. Dieses eine Element ist trotzdem wichtig und für einen entscheidenden Stoffwechselweg essentiell. Ja? Und wenn das nicht da ist, dann kann das nicht ablaufen. Das heißt, ich brauche das. Ja. Und darum sind in gewisser Weise diese Spurenelemente genauso wichtig wie jetzt KH, Calcium, Kalium, ja, weil es wirklich essentiell sind. Und wenn ihr Analyse macht, werde ich euch ab und zu raten, Kupfer zu dosieren. Ja, und dann Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen und oh mein Gott, Kupfer, das ist ja giftig. Ja. Das darf man auf keinen Fall im Becken haben und am besten immer nicht nachweisbar. Alles ist Gift und nichts ist Gift, nur auf die Dosis kommt es an. Ja, ganz wenig Kupfer braucht jeder von uns und auch jede Koralle. Zu viel Kupfer ist für die Koralle halt sehr, sehr schädlich. Ja, darum geht es immer darum, bei diesen Spurenelementen halt dort zu sein, wo man unterhalb des schädlichen Bereichs, aber auf jeden Fall überhalb diesem Bereich, wo es halt quasi wichtig ist. Ja. Und weil man vielleicht damit nicht so viel in Kontakt kommt, mag ich euch kurz ein bisschen durchführen, wie diese ICP-Messung, ICP-OES in dem Fall, wie das funktioniert im Labor. Weil ich finde schon relativ spannend, mir machen diese Geräte auch wirklich Spaß. Und die sind eigentlich auch relativ einfach zu verstehen, wie die funktionieren. Ja, und darum mag ich euch das kurz zeigen. Und das kennt ihr vielleicht aus dem Chemieunterricht. Ja, oder die Raucher kennen das auch. Ja, es gibt diverse Elemente, wenn man die in eine Flamme reinhält, verursachen die eine Flammenfärbung. Da wird die Flamme rot oder orange. Orange, Natrium ist ganz typisch. Jeder, der ein Feuerzeug anzündet, die Flamme ist nicht farblos, die ist orange. Das ist das Natrium, was quasi vorher im Schweiß am Finger und so oben war. Natrium hat man einfach überall. Das heißt, wenn man manche Elemente in die Flamme hält, senden die spezifisches Licht aus, von einer bestimmten Farbe, einer bestimmten Wellenlänge. Das Problem ist jetzt bei dieser Flamme, die ist nicht heiß genug. Die geht nur für manche Elemente, für die, die ihr da seht zum Beispiel. Aber jetzt ein Phosphor oder ein Zink oder ein Kobalt, da wird die Flamme nicht ausreichen, um das Element quasi so anzuregen. Man gibt dem Element quasi einen ordentlichen Stupser, ja,
Das schüttelt sich, ja, und beim Schütteln emittiert das Licht, um quasi diese Aufregung wieder loszuwerden. So kann man sich das vorstellen, ja. Und da reicht einfach der Schubser von dieser Flamme nicht aus. Wir brauchen höhere Temperaturen. Und da kommt eben bei der ICB, das induktiv gekoppelte Plasma, das klingt sehr, sehr fancy, ja, kommt da ins Spiel. Ihr seht da quasi auf der rechten Seite so ein Plasma. Das ist keine Flamme, das ist quasi ein anderer Aggregatzustand und das hat 10.000 Grad. Ja. Die Sonnenoberfläche hat zum Vergleich 6.000 Grad. Also wir haben da quasi eine Mini-Sonne, die quasi fast doppelt so heiß ist. Ja. Also ziemlich, ziemlich brutal. Und diese 10.000 Grad reichen aus, um eigentlich die ganze Palette an Elementen, bis auf wenige Ausnahmen, dazu zu bringen, Licht auszusenden. Und was wir dann haben, ist, da kommt quasi die Probe über eine Spritzenpumpe, wird da quasi zerstäubt und kommt dann mit einem Gasstrom in dieses extrem heiße Plasma hinein. Und dort senden die dann alle ihr Licht aus. Und wenn da viel von diesem Element drin ist, sendet es viel Licht aus. Ja? Das heißt, ich weiß über die Lichtfarbe, welches Element ist drin, und über die Intensität von diesem Licht weiß ich, wie viel von dem Element drin ist nach entsprechender Kalibration. Das ist so ein bisschen die Grundlage von dieser ICB-OES-Messung. Das schaut total unspektakulär aus, wie ein grauer Kühlschrank. Ja, wenn man da reinschaut, da ist quasi dieser Bereich, wo halt wirklich dieses Plasma, man sagt brennt, obwohl es eigentlich keine Verbrennung ist. Das sieht aus wie eine Dosierpumpe, ist im Prinzip auch nichts anderes. Da geht die Probe hinein. Ja. Geht dann hier in so eine Sprühkammer, da wird die ganz, ganz fein zerstäubt. Das sieht man dann hier, wenn es weiß. Jetzt kommt gleich die Probe. Das ist dann so ein feiner Nebel, weil das müssen ganz feine Tröpfchen sein, dass man dieses Plasma halt nicht abkühlt. Und so sieht dieses Argonplasma halt aus. Und wenn dann die Probe, das Meerwasser da hineinkommt, dann seht ihr auch gleich, dass das seine Farbe verändert, weil da halt ganz viel Natrium, Kalium, Calcium drin ist. Und da haben wir ja vorher gesehen, das hat diese sichtbaren Färbungen. Ja? Das heißt, das sehe ich da sogar mit freiem Auge. Ein Punkt, der finde ich spannend ist, es gibt bei dieser ICP-OES gibt's mehrere Methoden, jetzt auf dieses Plasma zu schauen. Da ist das Plasma, man kann da quasi von hinten drauf schauen, so von der Seite, oder man kann von oben drauf schauen. Und das von hinten ist quasi die radiale Ansicht, wo man quasi seitlich drauf schaut. Das ist viel stabiler, ja? Damit messen wir die Mengenelemente, wenn wir damit ein sehr stabiles Signal kriegen. Wenn man da von oben drauf schaut, quasi auf diesen glühenden Spitz, dann haben wir viel mehr Anregungsweg und können quasi bessere Nachweisgrenzen erreichen und sehen halt dann quasi die Spurenelemente gut. Also das ist wichtig, dass man da halt beides kann. Und ich will euch da so ein bisschen zusammenfassen, was ist das Tolle an der ICB-OES und wir machen die ja selber auch. Ja. Es ist eine sehr, sehr robuste Methode, die im Normalfall, wenn man gut arbeitet, wenn man gut kalibriert, eigentlich sehr gute Ergebnisse liefert. Wir können sehr viele Mengenelemente, also alles, was quasi jetzt im Milligramm pro Liter Bereich ist, können wir ganz, ganz super messen. Ja, ist überhaupt kein Problem. Aber die Nachweisgrenze ist häufig so im Bereich von 1 Mikrogramm pro Liter, ja, also ein Millionstel Gramm pro Liter. Und viele von diesen Spurenelementen sind da einfach drunter. Ja. Das heißt, die können wir dann nicht oder nur ganz schlecht messen. Irgendwann wird das Signal halt auch verrauscht und dann hat man natürlich größere Fehler. Das heißt, bei diesen Spurenelementen können wir erhöhte Werte feststellen. Ich kann sagen, es ist zu viel drin, aber ich kann dir nicht sagen, es ist zu wenig drin, weil dafür müssten wir quasi tiefer unten messen können. Ja? Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, jederzeit, immer die erste Frage, muss man sich überwinden. Aber meistens, wenn dann mal jemand das gemacht hat, dann ist es für die anderen leichter. Bitte. Wie wird das gereinigt zwischen den Proben, um sicherzustellen, dass man nicht eine Kontaminierung Zwischen umgeht? zwei Proben in einer Sequenz, meinst du? Es ist quasi eine Spüllösung dazwischen, die wird zwischendurch eingesaugt und wir monitoren quasi manche Elemente, die quasi länger brauchen, bis sie ausgewaschen werden, bis das Signal von denen quasi ganz unten ist und dann kommt erst die nächste. Das heißt, das ist quasi so ein adaptives System. Genau, und der Keypoint bei dieser ICP-OES-Messung, die einfach auch sehr verbreitet ist, super für ganz viele Dinge, aber ich kann jetzt keine Dosierentscheidung treffen, dass ich zum Beispiel Kupfer dosieren sollte. Also ihr solltet meiner Meinung nach aufgrund von einem ICB-OES-Ergebnis kein Kupfer dosieren, weil der Sollwert eigentlich unterhalb der Nachweisgrenze ist. Das ist das, was mir wichtig ist, dass das quasi gut bei euch ankommt. Ja? Was auch ein bisschen ein Problem ist, es gibt Schwermetalle, Blei, Quecksilber, Thallium, Cadmium, das sind so die gängigen, die man irgendwie kennt. Und gerade bei denen ist diese ICB-OES-Messung, kommt da halt ziemlich schnell an ihre Grenzen. Und das ist jetzt ein Report bei uns und das ist quasi ganz typisch. Wir haben bei vielen Elementen aber nicht nachweisbar. Einfach weil weniger drin ist, als wir nachweisen können mit der Methode. Die haben aber trotzdem ein grünes Häkchen. Es liegt einfach daran, weil ich kann ja nicht sagen, dass zu wenig ist. Ja? Ich kann nur sagen, es ist nicht zu viel.
Aber ich kann euch nicht sagen, dosiert das jetzt, weil es kann ja eh sein, dass passt und es kann sogar sein, dass vielleicht erhöht ist. Genau, das ist dasselbe eben bei den Schadstoffen, da hat man halt sehr, sehr viel nicht nachweisbar. Das hat mich persönlich immer gestört, ja, und das ist quasi auch die Limitierung von dieser Methode, dass man einfach im Meerwasser und auch im Süßwasser viele essentielle Spurenelemente haben und wir sind blind für die, wir sehen die einfach nicht, ja, und das war mir total wichtig oder war mir immer ein Anliegen, die quasi auch zu sehen, und darum haben wir vor 2 Jahren quasi diese ICP-MS in Betrieb genommen, funktioniert sehr ähnlich, ich erkläre euch das gar nicht im Detail, auf jeden Fall, es geht quasi um ein anderes Messprinzip, wo die Atome nach ihrer Größe sortiert werden und dann einzeln detektiert werden, das ist wie Atome zählen im Prinzip, ja. Und der Vorteil ist, das ist bis zu 10.000-fach sensitiver, das heißt, wir können viel geringere Mengen sicher bestimmen, haben aber quasi höhere Anforderungen an quasi die Person, die es bedient und an das Ganze drumherum, wie man die Proben handhabt und so. Weil natürlich, je tiefer man messen möchte, desto schwieriger ist es auch, äußere Kontaminationen fernzuhalten. Ja? Also wenn wir jetzt bei uns das Labor auf Überdruck zum Beispiel, das wird quasi aufgeblasen wie ein Luftballon mit gefilterter Luft. Das heißt, immer wenn man eine Tür aufmacht, kommt nur saubere Luft von innen raus und nie schmutzige Luft von draußen rein. Und das sind solche Späße, um halt diese Nachweisgrenzen dann auch wirklich gut umsetzen zu können. Und es ist halt leider, das merkt ihr auch an den Preisen von den Analysen, das ist einfach teurer. Ja, es ist die Methode teurer, es ist die Wartung teurer, das Ganze drumherum. Genau, so sieht dieses Kastel aus. Ja, bitte. Eine kurze Frage, habt ihr mal gecheckt, wenn ihr eine Probe nehmt, habt ihr die Probe 10 Minuten danach und dieselbe Probe 24 Stunden danach? Ja, wir haben, kannst du auf Reef to Reef auch nachlesen, ist alles publiziert. Wir haben quasi einen Test gemacht mit eine Woche bei Raumtemperatur lagern und eine Woche bei minus 20. Um quasi im Winter zu simulieren, dass es einfach eine Kälteperiode ist und dass das Meerwasser friert. Und natürlich haben wir es alles in mehrfacher Ausführung gemessen und natürlich auch sofort nach der Probenentnahme. Wir haben das bei unserem eigenen Becken gemacht. Sehr insignifikante Veränderungen, ja, tut sich wirklich eigentlich nichts. Das einzige Problem, was wir festgestellt haben, ist, wenn bei den gefrierenden Proben, wenn die Röhrchen ganz vollgefüllt sind bis zum Rand, dann friert das Meerwasser und drückt oben Wasser hinaus, ja. Jetzt ändert sich, wenn es teilweise friert, ändert sich aber die Zusammensetzung und das reichert sich das Salz und alle Stoffe in der Flüssigkeit an. Das heißt, ich verliere dann vielleicht nur 0,5 Milliliter, aber verändere die Probe dadurch massiv. Ja? Darum ist ganz wichtig, wenn es kalt ist und ihr nehmt eine ICB-Probe, wirklich wieder ganz egal für welchen Anbieter, füllt die Röhrchen nicht ganz voll. Ja? Lasst oben 0,5 Zentimeter. Wenn es dann friert, kann es sich ausdehnen und es kommt dann nichts heraus. Ja? Weil für mich ist dann die Probenentnahme ja dann doch eigentlich der wichtigste Punkt, weil wie gesagt, Fütterung 3 Stunden zuvor, ja, bei diesem Zuckerwürfel im See. Ja, ja. Na, die Probenentnahme ist von einer Analyse ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, immer. Das ist, weil wir können im Labor auch quasi die Punkte bei der Probenentnahme nicht mehr korrigieren, was dort falsch gemacht worden ist. Wir wissen ja nicht, wie das abgelaufen ist. Wir haben folgende Vorkehrungen, also wir empfehlen quasi vorher nicht zu füttern, ein paar Stunden. Wir empfehlen keine Wasserzusätze direkt vorher zu dosieren. Auch keinen Wasserwechsel direkt davor zu machen, weil man damit oft Eisen und Mangan einbringt und dann weiß man nicht, kommt es vom Wasserwechsel oder ist sowieso Korrosion im Becken, was auch immer. Ja. Diese Geschichte, dann haben wir einen Filter dabei bei der Probenahme, der Bakterien und Partikel und so rausfiltert. Dadurch wird viel Interferenz quasi oder potenzielle Störeinflüsse werden quasi limitiert. Und für Phosphat haben wir noch extra einen chemischen Stabilisator. Das sind quasi all diese Dinge, aber wir kriegen das dann trotzdem immer wieder mit. Dann kriegst du eine Probe, die riecht nach sauren Gurken. Ja? Und dann warum riecht das? Seegurken riechen nicht nach sauren Gurken, muss irgendwas anderes sein. Ja? Und dann stellt sich halt raus, dass halt manche Leute quasi in einem Glas, wo früher halt saure Gurken drin waren, kommt halt das Beckenwasser rein. Damit fährt man dann zum Fachhändler des Vertrauens und füllt das dort dann in die Röhrchen um und schickt das dann ein. Und wir betreiben halt dann den Riesenaufwand mit Überdruck und ihr könnt euch vorstellen, das hat so einen Einfluss auf die Probe, da ist ja auch ein Metalldeckel dann drauf und so, also im Prinzip diese Ergebnisse, bis für die Spurenelemente zumindest, kann man dann halt ziemlich vergessen. Ja. Darum ist wichtig, dieses Probenahmeprotokoll, das ist wirklich eure Verantwortung, ja. Ich kann euch nur sagen, wie es halt optimal geht, das halt so gut umzusetzen wie möglich, ja. Und nicht über irgendein Zwischengefäß, sondern immer direkt aus dem Becken in die Röhrchen. Weil bei den Röhrchen wissen wir, die sind sauber, die passen, da ist das stabil. Und jede Station dazwischen ist halt ein Risiko. Ja? Genau, so schaut die MS aus.
Wahnsinnig langweiliges Gerät. Ja, auch grauer, grauer Kasten. Ja. Gerne. Ja, Mangan und Eisen. Total spannender Punkt, ja. Wenn man aus einem Riffbecken quasi Eisen oder Mangan bestimmen, ja, wo es quasi in natürlichen Konzentrationen drin ist, merkt man diese Ausfällung selbst über 10 Tage, 14 Tage nicht. Der Wert bleibt konstant. Wenn ich jetzt eine Probe nehme und da jetzt extra Eisen dazugebe und die einschicke, dann finde ich deutlich weniger Eisen, als ich eigentlich zugesetzt habe. Das heißt, das ist ausgefallen. Der Grund ist einfach der, dass im Meerwasser selber diese Spurenelemente alle irgendwie komplexiert vorliegen. Da legen sich Aminosäuren an, andere Biochelatoren, irgendwelche Proteine und halten die in Lösung. Ja? Wenn ich jetzt aber extern Eisen zusetze, in großer Menge, ja, dann habe ich gar nicht so viele Biomoleküle, die das Eisen irgendwie binden können. Und dieses nackte Eisen, das da einfach jetzt herumschwimmt, das fällt extrem gerne aus. Ja? Und beim Mangan ist dasselbe. Ja, weil halt, also bei der MS kann man eigentlich immer Eisen und Mangan nachweisen und bei der OES-Messung ist es halt oft so, dass unter der Nachweisgrenze ist. Mangan ist zwar sehr empfindlich auf der ICP-OES, das ist eigentlich das Element, das am besten geht, aber bei 0,2, 0,3 ppb ist halt trotzdem Schluss, 0,3 Mikrogramm pro Liter. Und wenn wir da einfach drunter sind, dann wird es nicht nachweisbar angegeben. Ja, genau, also das ist der Grund. Diese ICP-MS, die schaut halt innen, schaut ähnlich aus, ich meine das Plasma, das Gerät, ja, noch eine Frage? Bitte, entschuldige. Wie schaut es aus mit der Uhrzeit der Entnahme der Probe? Sollte die eigentlich immer sehr gleich sein? Oder? Also wir geben an, dass man es immer ähnlich zumindest machen soll, weil ja meistens hat man irgendwie relativ fixe Pflegeroutinen und dann ist natürlich am besten vergleichbar, wenn man es zur selben Zeit nimmt. Ja? Auf der anderen Seite sind jetzt die Unterschiede typischerweise jetzt nicht wahnsinnig groß für den Tagesverlauf. Ja? Man sollte, wenn man jetzt seine Spurenelemente einmal am Tag dosiert, dann sollte man halt vielleicht jetzt nicht direkt nach der Spurenelementgabe die Probe ziehen, sondern irgendwo dazwischen. Ja? Also man dosiert die Spurenelemente, wartet 4-5 Stunden, nimmt dann die Probe. Dann hat man quasi eine Zeit, wenn man vor einer Stunde rauf muss, dann macht man gar nichts. Macht im Normalfall wenig aus, ja. Genau. Aber natürlich, um die optimale Vergleichbarkeit zu haben, ist am besten, wenn man es möglichst konstant macht. That's the vibe. Genau, ihr seht jetzt, ihr erinnert euch vorher an das ICP-OES-Ergebnis und da war relativ viel nicht nachweisbar. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen verpixelt, ihr seht es nicht so gut, aber ihr habt überall Zahlen dort stehen. Ja? Das heißt, wir sehen da, und ihr habt auch Pfeile nach unten plötzlich, da jetzt bei dem Kollegen wenig, weil sehr viel gepasst hat, aber wir können plötzlich sagen, Selen ist zu wenig, Kobalt ist zu wenig, Chrom ist zu wenig und können die halt dann auch nachdosieren, ja? Und können damit halt wirklich auch Limitierungen dann brechen. Genau, das ist halt, wir schreiben da immer so ein bisschen Interpretation dazu, wo wir halt versuchen, quasi auf die Probleme im Becken einzugehen. Kurz zusammengefasst, mit der MS haben wir die Möglichkeit, diese Ultraspurenelemente das erste Mal halt wirklich in dem Bereich, wo wir sie eigentlich haben wollen, oder auch in dem Bereich, wo sie natürlich vorkommen, messbar zu machen, was davor eigentlich nicht möglich war. Ja? Und können damit halt Mängel diagnostizieren und halt die Spurenelemente optimal dosieren und sehen auch wirklich, dass die Aquarien super darauf reagieren. Also wenn ein Aquarium Selenmangel hat und wir beheben den, schaut das Aquarium viel besser aus. Ja? Genau. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem, was jetzt den Titel gibt für den Vortrag. Weil wie stellt man sich das vor mit den Spurenelementen? Ja? Die typische Herangehensweise oder das, was man denkt, ist, okay, ich habe da meine Korallen im Becken drin, ja, und die verbrauchen Spurenelemente, weil sie wachsen. Ja. Ist auch der Ansatz, dass man jetzt KH-Verbrauch an Spurenelementverbrauch koppelt. Und man denkt, Korallen sind die Hauptkonsumenten von Spurenelementen und wenn die quasi, die Konsequenz daraus ist auch, wenn ich quasi keine Korallen drin habe oder nur sehr wenig, dann muss ich eigentlich keine Spurenelemente dosieren. Ja. Da ist die Frage, ob diese Sichtweise richtig ist. Was denkt ihr? Was ist euer Gefühl? Konsumenten von Spurenelementen, Absorber. Ja, zum Beispiel Adsorber, Abschäumer, genau. Und bitte? Mikroorganismen, ganz genau, die landen dann auch ganz gern im Abschäumer im Endeffekt. Ja. Bakterien, also wir haben sehr, sehr viele Faktoren, die quasi Spurenelemente brauchen. Ja. Und oft liest man das auf Facebook in Foren und so, da hat wer sein neu eingerichtetes Becken und zeigt das her.
und hat dann auch ganz wenige Korallen drin. Und na, was soll ich da dosieren? Und soll ich da Spurenelemente dosieren? Brauche ich das? Und dann kommt halt oft die Antwort, hey, du hast da noch keinen Besatz drin, das brauchst du nicht, kümmere dich da irgendwann später drum, aber schau mal, dass du da Korallen reinkriegst. Ja? Und das ist oft ein Problem, warum diese Becken halt dann nicht gut in Fahrt kommen. Da hat man dann vielleicht auch eine Keramik drin, die zieht dann auch einmal Spurenelemente raus und dann hat man die Mangelsituation. Und man übersieht halt, wenn all diese anderen Faktoren quasi auch Spurenelemente brauchen, ja, und nicht nur die Korallen, dann kann man das komplett entkoppeln und kann sagen, sobald ich da lebend Gestein drin habe, lebend Sand, die erste Koralle, was auch immer, sobald ich ein biologisch aktives System habe, brauche ich Spurenelemente, die ich da rein dosiere, dass ich das biologisch halt auch gut weiterentwickeln kann. Und ich mag euch da ein bisschen durchführen durch diese Spurenelementflüsse. Das ist quasi das, was wir uns jetzt gedacht haben. Wir haben eine bewusste Dosierung. Ich habe da ein Fläschchen, da steht Zink drauf und ich dosiere das Zink ins Becken. Das ist die bewusste Dosierung. Und die Korallen verbrauchen das. Und jetzt kommen die ganzen anderen Dinge dazu, die da halt quasi auch einen Einfluss haben. Zum Beispiel die Fütterung. Ja, und das sind die Sachen, die ich unbewusste Dosierung nenne. Weil wir haben uns das mal angeschaut, wir haben verschiedene Futtersorten genommen, Trockenfutter und Frostfutter und Spirulina, alles Mögliche. Ja. Haben das in Säure aufgelöst. Ja. Das ist ziemlich messy, aber das funktioniert. Das im Endeffekt ist das nur flüssig dann. Und haben das damals noch auf der ICP-OES gemessen. Und haben halt erkannt, dass da sehr, sehr viele Spurenelemente drin sind. Ja, zum Beispiel hier in diesen, das heißt nicht, dass das immer so ist, das kann natürlich batch-spezifisch sein, aber diese Lobster-Eier, die wir da hatten, die hatten sehr viel Kupfer drin. Ja, die hatten sogar so viel Kupfer drin, dass wenn jemand jeden Tag diese Lobster-Eier füttert, dass man durchaus ein Problem mit Kupfer kriegen kann. Ja, heißt aber nicht, dass das generell so ist. Aber ein bisschen war eigentlich in allen drinnen. Ja, oder mit Zink. Zink ist in jedem Futter drinnen. Ja, und das heißt, wenn wir füttern, ist natürlich die Frage, wie viel landet im Fisch und wie viel landet wirklich im Wasser. Aber ein gewisser Teil davon, können wir davon ausgehen, der landet immer im Wasser. Das heißt, wir kriegen auch Spurenelemente rein, obwohl wir eigentlich gar keine dosieren. Ja, eigentlich eine spannende Sache. Und da kommt es auch her, dass man liest das häufig, na, Spurenelemente habe ich noch nie dosiert und ich habe trotzdem ein traumhaftes SBS-Becken. Und das kann absolut möglich sein. Ja? Also das gibt's. Aber es muss halt dann diese unbewusste Dosierung, wo ich quasi gar nicht weiß eigentlich, dass ich Spurenelemente dosiere, muss er dann ausreichen, um den Bedarf zu decken. Suppen ist kein Spurenelement, aber Phosphor. Ja? Phosphor oder Fütterung ist quasi der einzige Eintrag von Phosphat und von Phosphor ins Becken. Ihr seht, die Konzentrationen im Futter, das ist quasi in Mikrogramm pro Gramm, ist wahnsinnig hoch. Und wenn ihr jetzt das umrechnet, 1 Gramm Futter pro 100 Liter Aquarienwasser, wenn ich hier diese Pellets verfüttere, und ich gehe davon aus, dass alles an Phosphor im Futter zu Phosphat wird, schieße ich meinen Phosphatwert quasi von 0 auf fast 0,6 Milligramm pro Liter rauf. Ja? Das heißt, ihr seht, mit jeder Fütterung bringt ihr eigentlich mehr Phosphat ins Becken ein, als der Wert eigentlich ist, den ihr haben wollt. Das wird aber auch wieder abgeschäumt, wird relativ schnell gebunden, bindet an Oberflächen, ist quasi in einem Gleichgewichtszustand. Die letzte jetzt folgen. Na, du kannst gerne noch mehr stellen. Es gibt ja viel Fisch oder was auch immer Weizenmehlzusatz ist. Okay, ja. Die große Frage, wenn man gerade bei Phosphat von Glyphosat, habt ihr da mal irgendwelche Rückstände gecheckt? Sag, bei welchem Phosphat, was meinst du? Glyphosat können wir nicht messen, ja, das sind organische Toxine. Da arbeiten wir zwar gerade mit einem externen Labor zusammen, um Pestizide, Herbizide, diese ganzen Biozide, tausend verschiedene organische Substanzen zu messen. Aber selbst da ist Glyphosat nicht dabei. Ja. Okay. Aber kann natürlich sein, dass man da was reinkriegt. War da noch eine Frage? Oder? Ja? Die Frage, habt ihr das quasi mal aufgetaut oder habt ihr das gespült? Das wäre so, man sagt ja immer, man soll die spülen. Ja, ja, aber die meisten Dinge sitzen quasi direkt drin. Also der Phosphor, das sitzt drin. Jedes lebende Ding enthält Phosphor. Das heißt, das haben wir auch drin im Futter. Das Spülen ist eher gut, um vielleicht die Bakterienbelastung runterzukriegen. In dem Fall haben wir es nur aufgetaut, quasi trocken abtropfen lassen und dann aufgelöst. Was ich euch damit nur sagen will, ist ein bisschen Take-Home-Message für eure Aquarienpflege zu Hause. Ihr habt schon über die Fütterung die Möglichkeit, quasi den Phosphoreintrag in euer Becken deutlich zu steuern. Ja? Wenn ihr eher wenig Phosphat habt, ja, dann füttert einfach mehr und füttert einfach auch mehr trockenes Futter, weil das üblicherweise halt einfach mehr Phosphorprogramm enthält. Ja. Lasst eure Fische quasi nicht hungern, also unbedingt die Fische versorgen, das meine ich gar nicht, also die Fische müssen kugelrund sein, aber wenn ihr zum Beispiel jetzt Flocken verwenden wollt, seht ihr zum Beispiel, dass Spirulina-Flocken
zumindest die, die wir hier getestet haben, weniger Phosphor enthalten als jetzt dieses Pelletfutter. Also wenn ihr hohes Phosphat habt, nehmt eher kein Pelletfutter, nehmt andere Futtermittel, nehmt mehr Nori, algenbasiertes Futter. So hat man quasi ein bisschen die Möglichkeit, diesen Eintrag zu steuern. Und das ist auch spannend, das ist von einem Futter quasi eine ICP-MS-Messung. Und da kommt mein Arsen im Futter quasi her. Weil ihr seht, wir haben da Cadmium drinnen, wir haben da auch ein bisschen Quecksilber, wir haben Blei, wir haben da Arsen drin. Und das kriegen die Leute, die quasi so Aquakultur betreiben und da wirklich viel Futter reinwerfen in ihre Becken, die kriegen wirklich teilweise ein Arsenproblem, weil sich das halt dann anreichert. Ja? Das heißt, auch im Riffaquarium, wenn wir auf der ICBMS, finden wir immer ein bisschen Arsen, ein bisschen Cadmium, stammt meistens von der Fütterung. Das ist ein gängiges Pelletfutter. Ja, das ist, ich mag da gar nicht, das ist nicht wirklich herstellerspezifisch. Ja. Da kann es auch Chargenunterschiede geben, darum da hat niemand was davon, wenn man wirklich das Produkt benennt. Weiter geht's. Verunreinigungen. Ja, ist auch eine unbewusste Dosierung, weil auch wenn man es denkt, nichts ist 100% rein. Ja. Also wir haben im Labor, kaufen wir ein Kochsalz, das ist sehr rein. Das hat 99,9999% Reinheit. Da kosten 100 Gramm 350 Euro ohne Steuer. Ja. Könnte sich umrechnen, wenn man da mehr Salz draus machen würde, dann würde man, ich weiß nicht, gegen Wert von einem Kübel Salz gegen ein Auto eintauschen oder gegen die rechte Niere oder so irgendwas. Ja. Geht sich nicht aus. Das heißt, wir haben immer Verunreinigungen in Salzen. Wir haben in Ballingsalzen Verunreinigungen, wir haben in allen Produkten Verunreinigungen. Das meine ich in keinster Weise irgendwie angriffig, sondern das ist so. Auch in unseren Produkten sind Verunreinigungen drin, das ist ganz natürlich. Ja? Und dadurch, durch diese Verunreinigungen, die man zwangsweise mitdosiert, egal ob Salz oder Ballinglösung oder was auch immer, führt auch zum unbewussten Spurenelementeintrag. Ja? Und das kann wieder ausreichen. Ja, bitte. Hast du eine Ahnung, wo gegebenenfalls Wolfram herkommen kann? Meistens von Pumpen. Pumpen. Also Wolfram ist eigentlich immer Pumpen. Ja. Das ist der Lagersitz. Der Lagersitz, ja. Ja, genau. Wolfram ist aber, das messen wir erst seit der ICBMS, findet man in Spuren quasi fast überall, in jedem Becken, aber nur in manchen, wo es halt dann wirklich sehr hoch ist. Wir haben bisher aber eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht, dass das erhöhte Wolfram Probleme verursachen wird. Ja? Durch das, dass wir es erst quasi 2 Jahre messen, habe ich jetzt noch nicht so diese ewig lange Erfahrung, aber habe nicht das Gefühl, dass es problematisch ist, wenn es in moderaten Mengen ist. Ja, natürlich, wenn das 100, 200 dann ist, dann kann... Ja, noch im 50er-Bereich. Im 50er-Bereich, ja. Muss noch genau raus, wo es herkommt. In deinen Logs nachschauen, ob du es irgendwie in Zusammenhang bringen kannst, quasi mit... Kann natürlich, ich meine, es kann auch, wenn du eine neue Charge von einem Salz oder so hast, ja... Kann auch Futter sein. Ich meine, wir haben im Futter wenig Wolfram gefunden, aber es ist nicht es kann sein, dass ein Futter dann viel Wolfram hat. Ja. Okay. Viele werden damit vergessen, dass in Nachfülldosierpumpen gerne in osmotischem Wasser liegen und natürlich durch. Natürlich, das ist ein Punkt, der gerne übersehen wird. Man schaut sich das Osmose, wir messen Osmosewasser mit, ja, und dann nehmen die Leute das Osmosewasser direkt von der Osmoseanlage. Das ist sauber, ja. Wir haben das Beckenwasser, da ist Zink drin. Aber die Aquarientechnik ist in Ordnung. Man denkt, okay, das Osmosewasser kann es auch nicht sein, weil das habe ich ja gemessen. Aber dazwischen ist noch dieser Osmose-Vorratstank mit der Pumpe, der quasi ins Becken fördert. Und wenn es da drin korrodiert, dann habe ich das bei der Analyse quasi nicht gefunden. Ja, da komme ich auf eine falsche Fährte. Darum ist immer gut, wenn ihr Osmosewasser zu einer Analyse schickt, nehmt das Wasser bei dem Schlauch, wo die Nachfüllanlage in euer Becken reinfüllt. Ja? Am letzten Punkt, bevor es ins Becken reinkommt. Ja, dann haben wir die gesamte Kette, dann haben wir die Osmoseanlage und die Nachfüllpumpe mit. Und das war auch ein spannender Punkt. Zum Beispiel haben wir sehr viele Becken mit Zinnproblematik gehabt. Ja? Und diese Zinnproblematik, die haben wir zurückführen können auf manche Dosierschläuche, die quasi einen Kunststoffzusatzstoff haben, der wahnsinnig viel Zinn abgegeben hat. Also wir haben das quasi dann eingelegt in Wasser und einen Tag stehen lassen und dann gemessen. Und dann waren wir bei ein paar tausend Zink teilweise. Zinn, nicht Zink, Zinn. Genau, und das kann halt durchaus ein Problem sein, das heißt, wenn ihr Zinn im Becken habt, das ist ein Punkt, den man vielleicht auch in Betracht ziehen sollte, wo man sonst nicht auf die Idee kommt, dass das irgendwie zusammenhängen kann. Denkt sich Metalle, da muss was rosten. Ja. Welchen Kunststoff empfehlen Sie dann für Schläuche? Also es ist PVC und Silikon okay, ja, es gibt sehr viele am Markt, die quasi nichts abgeben, ich kann aber quasi nicht sagen, welche okay sind, was natürlich auch chargenspezifisch sein kann. Wir bieten das an, ihr könnt uns quasi ein Stück vom Schlauch schicken,
und wir sagen euch quasi zum Selbstkostenpreis von 10 Euro, ob der Zinn abgibt oder nicht. Ja, wir legen das ein und machen da so eine kurze Messung und schauen, ob Zinn drin ist, wenn ihr das checken wollt. Ja. Aber gut, Silikon ist eigentlich relativ sicher. Silikon sollte ziemlich sicher sein, hat aber das Problem, dass er ein bisschen permeabler ist und dass dann oft halt Luft irgendwie reinkommt. Das, es kann Luft ein bisschen durchdiffundieren durch Silikon, dann sind manchmal Gasblasen drin und die Dosierung ist nicht mehr so genau. Das ist halt immer ein Trade-off. Ja. Da fangen wir gerade an damit und ziemlich viele Weichmacher. Ja. Also das sind Dinge, die wir uns gerade anschauen, das sind Bisphenol A, Weichmacher auf der Latte, diese ganzen organischen Schadstoffe, das sind wir gerade am Messen in vielen Becken, die man dabei noch gar nicht irgendwie halt quantifizieren und nachweisen kann. Und das findet man in relativ vielen Becken und da schauen wir gerade quasi, wo das herkommt und ob das problematisch ist. Das können Sie ja nicht vermeiden, weil ich GVC-Schleuch. Kann man nicht vermeiden, aber es geht halt immer um die Menge. Und dann kann ich schon wegschmeißen, dann hat er auch bei PVC. Natürlich, ja. Also nicht mehr viel. Da also hat Silikon einen Vorteil halt, ja. Auf jeden Fall ist aber sehr weich halt, ja. Gegenüber weich PVC. Ja, also ja. Von der Konsistenz her, vom Schlauch und der Schorre. Ja. Es kommt halt auch darauf an, wie das PVC dann aufbereitet ist, wie viel dann abgegeben wird von dem, oder? Also weil PVC hat einfach... Hat viel Phthalate, ja. Das ist so. Ja, ja. Können Sie nicht dran hin. Bitte. Wir schon mal ausmessen können, was es ausmacht, wenn man mit der Hand im Becken schon arbeitet, die Wärme verschoben hat. Nein, haben wir nicht dezidiert angeschaut, aber die Hand hat sehr viel Zink zum Beispiel, ja, weil Zink über den Schweiß quasi auch ausgeschieden wird. Das heißt, wenn man Probe nimmt, sollte man das nur mit der Spritze machen und nicht halt reinfassen, ja, um einfach da keine Zinkkontamination reinzukriegen. Vor allem Handcremen, kosmetische Geschichten, Sonnencremen, die haben oft Titan, die haben sehr viel Zink drin, ja, dass man nicht unbedingt den Becken haben will. Ja, aber sonst, wenn die Hand quasi keine Cremen drauf hat und wenn man da reinlangt ins Becken, sehe ich jetzt nicht als so großes Problem. Man soll zwar die Finger aus dem Becken lassen, weil man halt Stabilität und wachsen lassen und so, aber das hat jetzt wenig damit zu tun, dass von der Hand irgendwas runterkommt, wenn man keine Produkte genommen hat. Wir haben auch Adsorption an Oberflächen. Spurenelemente gehen auf Gestein und gehen wieder runter von Gestein. Das ist auch eine Geschichte. Und wir haben den Adsorber-Einsatz. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der Kollege hat es eh schon genannt. Da habe ich einen Pfeil vergessen. Das geht nämlich in beide Richtungen. Und ich finde es total spannend. Wir haben verschiedene Adsorber uns angeschaut. Ganz einfaches experimentelles Setup. Wir haben diese Säulen, ja. Phosphatadsorber auf Alubasis, Zeolit, Aktivkohle und Phosphatadsorber auf Eisenbasis und haben da oben quasi natürliches Meerwasser reingegeben oder Meerwasser aus dem Becken reingegeben, haben das unten aufgefangen und haben einfach geschaut, was ist der Unterschied zwischen oben und unten, ja, was kommt da rein und was wird auch rausgeholt von diesen Adsorbern. Weil man denkt, okay, ein Phosphatadsorber, das soll halt vor allem Phosphat adsorbieren, aber nimmt er vielleicht irgendwas anderes auch noch mit. Und ihr könnt... Ich blende euch da nicht die ganzen Daten ein, ihr könnt das quasi alles nachlesen bei uns, da haben wir wirklich alle Schadstoffe und alles aufgeschüsselt. Aber es ist total spannend, dass man sieht, dass jetzt zum Beispiel dieser Alu-Adsorber wahnsinnig viel Spurenelemente rausnimmt. Fast alle Spurenelemente, Fluorid besonders viel, Alu und Fluor, da hat er gute Affinität. Das heißt, ihr seht schon, wenn man jetzt einen Adsorber einsetzt, da ändert sich was am Spurenelement, an der Spurenelementzusammensetzung im Becken, wenn ich die Pflegemaßnahmen quasi gleich lasse. Ja. Oder Aktivkohle ist auch eine coole Sache, weil Aktivkohle holt eigentlich weniger raus, als man denkt. Kupfer hat Aktivkohle sehr stark gebunden in unserem Experiment. Jod eigentlich viel weniger, als man das denkt. Man sagt immer, hoher Jodwert nimmt man Aktivkohle. Ist nicht unbedingt der Fall. Dafür gibt Aktivkohle relativ viel ab und das kann auch von Charge zu Charge schwanken, weil es halt ein Naturprodukt ist. Aber Aktivkohle zum Beispiel gibt wahnsinnig viel Silizium ab. Alle, die wir bisher getestet haben. Das heißt, wenn ihr Kieselalgen habt, Silizium ist kein Problem, das Osmose normal kein Problem, außer ihr habt Kieselalgen, ja, dann einfach quasi die Aktivkohle mal weglassen und schauen, ob die Kieselalgen weniger werden. Ja, das ist ein ganz guter Tipp. Und auch wichtig bei Wasserproben. Wenn man kurz vor die Kohle gewechselt hat. Natürlich, ja. Dann hat man einen wahnsinnig hohen Siliziumwert natürlich. Ja. Also man soll eine Weile warten, bis die Kohle läuft und dann erst messen, weil sie haben sie nur... Auf jeden Fall, ja. Zeolite geben wahnsinnig viel Barium ab. Man hat früher immer, das war so ein Mantra, es gibt so ein paar Sachen in der Meerwasseraquaristik, die hat man irgendjemand in den Raum gestellt und die kommen immer wieder hoch und werden immer wieder rezitiert und ich nenne es ein bisschen urbane Legenden der Riffaquaristik, weil nicht alles davon stimmt, ja. Und die sind aber total schwierig totzukriegen, diese urbanen Legenden, weil es halt immer wieder hochkommt.
Darum nutze ich halt jede Gelegenheit, um das irgendwie, um das zu erwähnen. Das Barium kommt fast nie von Phosphatadsorber, nur geringe Mengen. Das kommt fast immer von Zeolith, wenn man welches einsetzt. Und Zeolithpulver und flüssige Filterhilfsmittel und so. Alle Leute, oder fast alle, die hohes Barium haben, verwenden Zeolith. Auch Rubidium, quasi ein ganz spannendes Element, kommt auch von Zeolith zum Beispiel ins Becken. Und das ist natürlich spannend. Zeolith, sagt man immer, das nimmt Nährstoffe raus. Hat aber Wirkungen, die man sich jetzt nicht so ganz erklären kann. Ja, nur durch die Nährstoffreduktion. Inwiefern spielen quasi diese Spurenelemente, die vom Zeolith jetzt quasi ins Becken kommen, inwiefern spielen die eine Rolle in der Wirkung vom Zeolith? Ja. Phosphatadsorber auf Eisenbasis, der holt euch quasi alles raus. Ja, also, drum, das ist auch Schadstoffe, Antimon, Arsen, wird alles gebunden, wird dafür auch quasi verwendet in der Klärtechnik. Aber ihr seht quasi den Einfluss auf Spurenelementprofil, Rubidium und Lithium, die sind unbeeindruckt, Cäsium ist unbeeindruckt, der Rest, das ist natürlich ein extremes Setup. Wir haben viel Adsorber auf relativ wenig Wasser. Wir wollten die Effekte einfach deutlich zeigen. Ja, bitte. Total spannende Sache. Es hat sogar die Eisenkonzentration reduziert. Ja. Es ist einfach dieses Eisenhydroxid ist einfach so schwer löslich, ja, dass da nichts runterkommt. Ja. Das, ich glaube, eher früher hat man das gesehen bei Proben, dass dann mehr Eisen drin ist. Das sind vielleicht schlechte Adsorber, die lösliches Eisen enthalten, dann könnte das sein. Oder zum Beispiel Rober, da gibt es sehr viel Feinstoff ab. Ja. Also das ist eine Wolke an braunen Eisen im Becken. Und wenn man dann natürlich eine Probe nimmt und die quasi nicht durch so einen Filter filtriert, dann hat man das unter Umständen in der Probe drin und das kann auch in den Messgeräten dann landen und kann so zu einem falsch hohen Wert auch führen. Ja. Aber wirklich lösliches Eisen hat dieser Adsorber quasi gar nicht abgegeben. Ja? Das heißt, die Empfehlung, die rumkursiert, zwischen Aluminium und Eisenoxid-Adsorbern zu wechseln, ist einmal auf also ich bin, und um das auszukanceln, eher... Genau, also ich bin eher der Meinung, dass man Adsorber halt generell nur einsetzen sollte, wenn es ist. Den Alu-Adsorber würde ich tendenziell eher außen vor lassen, weil der halt immer sehr viel Aluminium abgibt, zwangsweise. Genau, der Eisenadsorber gibt eigentlich kein Barium ab, holt nur Spurenelemente raus. Das heißt, man sollte, wenn man jetzt plötzlich Adsorber einsetzt, sollte man mit der Spurenmetalldosierung halt quasi darauf reagieren und einfach mehr dosieren oder meine Messung machen, den aktuellen Status anschauen und dann entsprechend darauf reagieren. Man muss sich einfach bewusst sein, und das mag ich euch mitgeben, dass diese Adsorber-Geschichten, dass die immer sehr viel verändern im Becken. Ja. Bitte. Haben wir uns noch nicht dezidiert angeschaut. Ganz oft ist so, wenn irgendwas ausfällt, ja, wenn irgendwas quasi einen Feststoff bildet, nimmt das gerne andere Ionen mit. Ja. Das sehen wir zum Beispiel beim sehr vielen Salze, haben wir einen ganz hohen Manganwert. Ja. Das Mangan ist kein Rieselhilfsmittel, ist eine Verunreinigung. Ja. Mangan ist aber nicht schädlich, ja? das tut eigentlich nichts, darum könnte man sagen, es ist egal. Was wir aber beobachten ist, dass wenn dieses Mangan dann quasi ausfällt, dass das viele andere Spurenelemente mitnimmt und dann quasi im frisch angesetzten Salzwasser, wenn das Mangan fällt, da quasi ein Spurenelementmangel drin sein kann. Ja? Darum ist natürlich gut, immer Salze zu nehmen, die tendenziell halt wenig Mangan haben, um diese sekundären Effekte halt zu reduzieren. Und ja, wir haben da jetzt eigentlich, wir sind schon ziemlich weit, ihr seid tapfer. Danke. Es schläft noch niemand. Fantastisch. Ja, ich bin es relativ bald. Wir haben noch einen Punkt und der ist quasi eh von euch vorher genannt worden. Das ist quasi chemische Fällung und Aufnahme durch Bakterien. Und das landet dann sehr auf dem Abschäumer. Ja, weil das sind dann Feststoffe, die entstehen. Und das landet da in dieser Brühe drinnen. Und da reichern sich ganz viele Spurenelemente und Schadstoffe an in diesem Abschäumer-Schemat oder Adsorbat. Und ich nenne es das Gedächtnis des Riffaquariums. Weil der Abschäumer, ihr sammelt da quasi eine Woche zum Beispiel, und der Abschäumer in diesem Topf, der erinnert sich an alles, was in dieser ganzen Woche passiert ist. Ja? Und bei einer normalen Probe, wenn ich die Probe nehme, hat das Wasser vielleicht schon vergessen, was vor 3 Tagen passiert ist. Ja? Weil vor 3 Tagen kam irgendwie eine Kupferstoßdosierung, manchmal wird das Kupfer nicht laufend abgegeben, sondern stoßweise. Ja? Und das verschwindet dann, schädigt zwar Korallen, aber verschwindet relativ schnell wieder, weil es eben abgeschäumt wird, was ausfällt. Und wenn ich dann 3-4 Tage später die Probe ziehe, dann sehe ich es vielleicht gar nicht mehr. Denke mir, okay, Schwermetalle sind eh in Ordnung, das kann es nicht sein. Würde ich mir diese Suppe hier anschauen, dann sehe ich alles, was in der Zeit passiert ist, wo ich quasi dieses Adsorbat gesammelt habe. Und das ist halt eine Geschichte, die wir jetzt quasi neu machen. Das ist die Skim-Quant-Analyse.
wo wir quasi vom Skimmer, wo er quasi über einen definierten Zeitraum Skimmat sammelt, uns das dann schickt, wir schließen das dann auf, messen da drin die Spurenelemente mit der ICBMS und können somit quasi verdeckte oder maskierte Schadstoffemissionen feststellen. Wenn Schadstoffe nicht laufend reinkommen, sondern einfach, ein paar Tage mal, wenn ein Kabel einen Haarriss hat, ja, dann trinkt er ein bisschen Wasser ein, dann baut sich Druck im Kabel auf durch Elektrolyse, irgendwann platzt das auf und es kommt wieder so ein Kupferschwall raus. Ja. Das ist nicht laufend, das ist gepulst, ja, und das sieht man halt in der normalen Analyse nicht immer. Drum, das ist nichts für die Routine, ja, das ist eher was, wenn ihr Probleme im Becken habt und sagt, okay, die normale Analyse hilft euch nicht weiter, dann wäre das quasi ein weiterer Schritt, den man einfach setzen kann. Und wir haben halt dann quasi wirklich die Spurenelement-Exportraten, wissen, wie viel Mikrogramm pro Liter pro Tag von verschiedenen Elementen ausgetragen wird, ja. Und Eisen, also Kupfer haben wir da zum Beispiel erhöht, das sehen wir eindeutig, irgendwo im Becken muss quasi eine Kupferquelle sein, die deutlich höher ist, als ich das gerne hätte. Aber auch Eisen, seht ihr, da wird quasi pro Tag ein halbes Mikrogramm pro Liter ausgetragen. Da seht ihr, so viel muss man mindestens rein ins Becken, um quasi zumindest diesen Austrag vom Abschäumer zu kompensieren. Und man kann sich dadurch anschauen, wie verändert sich der Einsatz, wie verändert der Einsatz von Ozon, von Adsorber, von diversen Dosierprodukten. Wie verändert sich dadurch quasi der Spurenelement-Export, dieser Fluss von Spurenelementen, und kann dadurch dann quasi Rückschlüsse ziehen. Und jetzt haben wir das Bild komplett. Worauf ich raus will, ist, wir haben dann den Spurenelementen ein Gleichgewicht. Wir haben immer Dinge, die reinkommen, wir haben eine bewusste Dosierung und eine unbewusste Dosierung, und wir haben quasi verschiedene Faktoren, die Spurenelemente wieder rausholen. Ja? Und nur ein relativ kleiner Aspekt sind die Korallen. Ja? Alle anderen Punkte sind eigentlich wesentlichere Faktoren, die jetzt wirklich Spurenelemente binden können. Und ihr könnt es euch vorstellen wie ein Waschbecken, ja, und das quasi einen Zulauf hat und einen Ablauf. Ja. Wenn quasi der Ablauf verstopft ist und da nur ganz wenig rausrinnt und ich drehe die Wasserleitung voll auf, ja, dann wird es irgendwann übergehen, ich habe zu hohe Spurenelemente. Auf der anderen Seite, wenn ich zu geringe, wenn ich quasi den Wasserhahn nur leicht aufdrehe, nur wenig dosiere oder wenig hineinkommt, und auf der anderen Seite viel Adsorbereinsatz habe, quasi ein großer Abfluss, dann wird das Ganze auslaufen und ich lande bei zu geringen Konzentrationen. Das heißt, bei diesen Spurenelementen bringt es auch nichts, wenn ich die einzeln ausgleiche. Wenn ich sage, ich habe zu wenig Selen, na jetzt dosiere ich Selen und passe das an, dann hat man in 2 Tagen wieder zu wenig Selen. Man muss dann einfach die bewusste Dosierung steigern, die anderen Maßnahmen relativ konstant halten, um dann im Endeffekt auf eine höhere Konzentration zu kommen. Und jetzt ist die große Frage, was habt ihr da davon, von all dem, was ich euch da jetzt erzählt habe? Ich finde so ein bisschen die Take-Home-Messages sind, dass man quasi dieses Ultraspurenelement-Profil sehr, sehr gut einstellen kann aufgrund dieser ICBMS-Messung, aber dass man quasi die Pflegemaßnahmen, was füttere ich, wie viel füttere ich, welchen Adsorber nehme ich, wie oft wechsle ich den, wie handhabe ich das mit dem Wasserwechsel, dass ich diese ganzen Faktoren möglichst konstant halte. Ja, weil wenn ich ein Becken perfekt eingestellt habe, ja, Gesundheit, dann und ich gebe dann plötzlich Eisenerzorber rein, dann schaut mein Spurenelementprofil wieder ganz, ganz anders aus. Ja. Dann auch diese Einmal-Ausgleichsdosierungen sind eben nicht zielführend bei vielen Spurenelementen. Wir brauchen eine laufende oder eine geänderte, bewusste Dosierung. Wenn wir zu weit unten sind, müssen wir laufend einfach mehr davon dosieren. Und eben, dass diese Analyse des Skimmats halt bei Problemen im Becken durchaus helfen kann und das für die Leute, die da wirklich interessiert sind, dass das ganz interessante Einblicke quasi liefern kann. Aber da sind wir selber auch erst am Datensammeln. Also das ist gerade für mich auch extrem spannend. Gut, und dann danke ich euch fürs Zuhören. Ihr wart wirklich sehr tapfer. Genau, wie gesagt, die ganzen Daten, alles, was ich euch erzählt habe, findet ihr im Endeffekt bei uns auf der Homepage. Gibt es noch Fragen von eurer Seite? Bitte. Habt ihr irgendwo eine Quelle, wo Molybden herkommen kann? Molybden ist spannend, weil es liegt eigentlich in höheren Konzentrationen vor, so 10 bis 15. Und viele denken, dass es relativ stark verbraucht wird und darum ist in vielen Spurenelementmischungen relativ viel davon drin. Ja. Wir hatten auch anfangs quasi ein bisschen zu viel Molybden dosiert, zu ansteigenden Werten geführt. Meistens ist Molybden wirklich quasi über die Spurenelemente, die halt zu viel dosiert werden. Das Gute am Molybden ist, dass quasi selbst ein Wert von 100 überhaupt kein Problem ist. Okay. Ja, also Molybden hat quasi fast keine Toxizität.
wenn man jetzt auf 200, 300, 400 ist, dann schaut die Welt vielleicht anders aus, aber sowas findet man in der Praxis nicht. Also ich hatte noch kein Becken, das wegen erhöhten Molybdän wirklich ein Problem hatte. Und das bekommt man bloß durch Wasserwechsel oder? Ja, durch Eisenerzorber, bindet sehr, sehr gut. Wie auch viele andere Elemente halt, ja. Aber es ist halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, den 50 hast und du weißt, okay, eigentlich ist kein Problem, würde ich dir nicht empfehlen, deswegen den Adsorber einzusetzen, okay, weil du kriegst zwar den Molybdän runter, aber wirfst da vielleicht andere Dinge wieder über den Haufen. Mhm. Ja? Das muss man halt immer abwiegen. Drum Phosphat, also ich empfehle Adsorber ab 0,2 Milligramm pro Liter. Dann wird es halt wirklich so, dass man üblicherweise, dass das Korallenwachstum immer so gut ist, dass die Färbung nachlässt. Es gibt aber auch Becken, die haben höheres Phosphat und laufen super. Ja? Aber drunter empfehle ich es eigentlich gar nicht, eben durch diese sekundären Effekte, die man haben kann. Und da gibt es ja oft, da heißt es, Phosphatadsorber, Phosphat zu schnell gesenkt, die Korallen sind beleidigt. Ich weiß gar nicht, ob es das Phosphat ist. Vielleicht sind es auch die Spurenelemente, die ja dann plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Ja? Bitteschön. Ihr führt ja zusammen mit ein oder zwei anderen Herstellern die Spurenelemente einmal am Tag zu. Genau. Was hat es für Vorteile und wo sind die Nachteile bei einer Zuführung entsprechend dem Calcium-KH-Verbrauch? Entsprechend des Calcium-KH-Verbrauchs würde ich die Spurenelementversorgung quasi an das Korallenwachstum koppeln. Ja? Weil KH und Calciumverbrauch, der hängt wirklich vom Korallenwachstum ab. Ja? Wenn die Korallen nicht wachsen, dann habe ich sehr wenig KH-Verbrauch. Ja? Wenn sie gut wachsen, dann muss ich viel dosieren. Das hängt zusammen. Ja? Durch das, dass die Spurenelemente aber jetzt nicht nur von den Korallen verbraucht werden, sondern von all diesen anderen Spurenelementsenken, die wir besprochen haben, bin ich ja der Meinung, dass sehr wenig Sinn macht, es nur an die KH zu koppeln. Ja? Und einmal täglich dosieren, natürlich wäre es besser, zwei, drei, viermal täglich zu dosieren, aber irgendwo muss die Sache auch praktikabel sein. Ja? Täglich dosieren reicht unserer Erfahrung nach aus, eigentlich, dass man immer alles im Bereich hält, wo man es haben möchte. Ja? Bitte. Wenn man, ich sag mal, regelmäßig Defizit an beispielsweise Mangan und Vanadium hat, ja, kann man dann die Standard-Spurenelemente-Lösung, die man hat, quasi händisch anreichern mit diesen extra Spurenelementen? Das kommt immer sehr vom Hersteller drauf an und ob die jetzt quasi kompatibel sind oder nicht. Also da kann es passieren, wenn falsche Quellen quasi gemischt werden, dass das ausfällt oder vom pH-Wert nicht kompatibel ist oder was auch immer. In unserem Fall müsstest du halt immer anfragen, was du quasi dazu mischen möchtest und dann kann ich dir da gerne helfen. Ja. Was wir halt machen, sind diese, wenn jetzt jemand versorgt sein Becken, ja, schickt dann diese ICBMS-Analyse ein, dann kommt man drauf, okay, es fehlt Selen und Chrom und Vanadium, diese drei Spurenelemente. Da macht es keinen Sinn, die Mischung an Spurenelementen zu erhöhen, weil da würde ich ja alles mehr dosieren, auch Kupfer und Kobalt, was vielleicht eh schon in Ordnung ist. Darum machen wir halt dann diese individuelle Custom-Elements-Lösung, wo man genau diese Elemente reinmischen, die fehlen. Die kriegt man dann für 100 Tage und dosiert quasi für diese 100 Tage die quasi nochmal obendrauf, um genau diese Mängel zu adressieren. Macht dann nach diesen 100 Tagen die nächste Messung, sieht dann, okay, wo ist man mit den Levels und passt das weiter an. Das heißt, das ist eine Spurenelementversorgung, die sich quasi alle 100 Tage neu anpasst ans Becken. So haben wir es eigentlich ganz gut im Griff und da kommen wirklich jetzt Analysen rein, wo halt selbst auf der ICBMS nur grüne Häkchen sind, wo quasi alles im Sollbereich ist. Ja. Gut, dann danke nochmal, viel Spaß auf der Messe. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne vorbeischauen.